Happy Birthday Nova Eventis. Das Einkaufs- und Erlebniscenter feierte 5. Geburtstag. 2010, ein Jubiläumsjahr voller Attraktionen, Spaß, Spannung und unendlicher Freude. Am 17. Mai ging es los. Nova Eventis startete den großen Geburtstags-Countdown mit einem außergewöhnlichen Gewinnspiel. Der Hauptpreis, ein Haus von Hanlo im Wert von 160.000 Euro. Die Traumimmobilie konnte direkt vor Ort besichtigt werden und durch die liebevolle Einrichtung von Höffner fühlten sich die Besucher gleich wie zu Hause. Doch Nova Eventis brachte den Gewinnspielteilnehmern nicht nur den Traum vom eigenen Haus ein Stück näher, das Center versetzte sie auch in Shoppingrausch. Über 500 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 25.000 Euro gab es zu gewinnen. Nicht nur das Gewinnspiel, auch viele Events und Attraktionen waren Teil des Geburtstags-Countdowns. Im Juni ging es sportlich zu. Zur ersten mitteldeutschen Trimiade zeigten regionale Sportvereine ihr Können. Außerdem beeindruckten BMX-Profi Chris Böhm und andere Künstler mit spektakulären Shows. Die Leute hier haben sich überlegt, dass man was anderes macht, dass man nicht nur eine BMX-Show macht, sondern dass man einfach probiert, BMX gegen Breakdance anzutreten lassen. Also dass man einfach mal sieht, ja, was kommt besser rüber und was sind die Unterschiede. Und das haben wir heute präsentiert hier, Nova Eventis. Mit der Ausstellung Meer erleben im Juli holte Nova Eventis die Unterwasserwelten der Ozeane nach Güntersdorf. Krabben und Seesterne zum Anfassen und Tiefseeroboter tauchen waren die absoluten Highlights. An der Ausstellung gefällt mir, dass die Kinder in Augenhöhe sehen können, was unter Wasser passiert. Und das finde ich sehr schön. Ich finde toll, dass es sehr informativ hier ist und dass man auch mal was angucken kann und sich belesen kann. Die Ausstellung finde ich sehr schön und der Seestern, der fühlt es sich an wie Sandpapier. Modische Attraktionen brachte der Herbst. Mit der Ausstellung Move It und verschiedenen Modenschauen präsentierte Nova Eventis die neuen Herbstkollektionen auf ganz besondere Art und Weise. Der Geburtstag rückte immer näher. Bereits eine Woche vor dem großen Finale wurde ordentlich gefeiert. Backen mit Kati, Klettern auf der Hüpfburg und Spielen im Kinderland standen für die kleinen Besucher auf dem Programm. Am Abend freuten sich alle Erwachsenen auf das VIP-Shopping bis 24 Uhr. Mit Sektempfang auf dem roten Teppich, Live-Musik und außergewöhnlichen Shows. Und dann war es endlich soweit. Das große Geburtstagsfinale stand an und alle waren schon ganz gespannt, wer der glückliche Hausgewinner sein würde. Seit Mai sind wir dabei mit dem Geburtstags-Countdown. Da haben wir 10 Finalisten ermittelt. 4 kommen dazu aus dem Radio, von Radio SAW und Radio PSR, unseren Partnern. Dazu einer der LVZ Online, ein LVZ Online-Gewinner und dann 9 weitere Gewinner, die wir heute hier live auf der Bühne in wenigen Minuten ziehen werden. Es wird 3 Gewinnspielrunden geben. Die erste Runde eine Buzzer-Runde, wo wir aus 24 12 Kandidaten machen werden. 3-mal Nova Eventis Logo heißt, sie sind weiter, 3-mal ein anderartiges Logo leider raus. So bleiben sozusagen 12 übrig. Diese 12 Gewinner werden dann Einkaufstüten werfen müssen in den Möbelhöffner Einkaufswagen. Auch da werden wir wieder 4 rausfallen lassen, sodass wir 8 Gewinner nachher haben, die dann alle einen Umschlag bekommen. In einem der Umschläge ist der passende Schlüssel. Das wird dann ganz spannend. Sie wird dann zur Tür getreten, probiert, der Schlüssel ins Schloss gesteckt. Und der, der den Schlüssel umdrehen kann, der ist dann unser glücklicher Gewinner des Hanlo Traumhauses. Steve Radau aus Proven bei Zeitz hatte es geschafft. Er setzte sich gegen 23 Mitstreiter durch, gewann das Traumhaus und konnte sein Glück kaum fassen. Ich bin einfach nur sprachlos. Mir fehlen alle Worte. Wir sitzen jetzt in eurem Haus. Wie fühlt sich das an? Einfach noch traumhaft. Also Donnerstag haben wir mitgespielt und also das ist ein Traum. Freitag haben wir einen Anruf bekommen, da ist noch das Telefon abgestürzt, schnell noch zurückgerufen. Naja, und dann waren wir heute hier und
Es hat geklappt. Und ja, schon Familienplanung in Aussicht? Ja, also ich habe schon einen kleinen Sohn, der ist 3 Jahre. Aber es kommen noch mehr Kinder. Okay, dann wünsche ich schon mal viel Spaß beim Kistenpacken. Nochmals herzlichen Glückwunsch und natürlich herzlichen Glückwunsch Nova Eventis zum 5. Geburtstag.